Mehr Gewinne mit diesem Volumen Trading Indikator. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video zeige ich dir einen Volumen Trading Indikator, der sehr, sehr wirkungsvoll ist. Man kann damit sehr gute Trades machen. Das ist sozusagen nochmal eine Bestätigung für deine Trades. Ich zeige dir heute, wie man den einstellt, wie man den verwendet zum Teil. Das ist der Indikator Big Trades heißt er hier bei ATAS. Wir sehen ihn gerade schon eingeblendet im Chart und das sind diese weißen Punkte, die ich hier habe, die ich hier eingeblendet habe. Was machen diese weißen Punkte? Sie zeigen mir an, wo wurde hohes Volumen gehandelt auf einen Preis. Also wenn auf einmal im Markt ja eine Order mit hohem Volumen bzw. mehrere Orders mit hohem Volumen auf einen Preis auffloppen, dann zack, wird hier direkt ein Kreis geworfen. Was wurde da getradet, kann man natürlich auch sehen, wenn man mit Steuerung gedrückt gehält hier. Da drauf gehen mit der Maus, sehen wir hier Big Trades, 603 Lots in diesem Preis. Ja. Wir können das auch hier sehen, Big Trades, 331 Lots. Ja. Und wo kommt das gerne vor? Es kommt einmal gerne vor, wenn tatsächlich ein Reverse stattfindet, also eine Trade-Umkehr. Ja, wir sehen das hier zum Beispiel. 535 Lots, dann ging es erstmal nach unten. Ja. Also wir sehen, wurden fette Orders im Markt platziert. Und das ist wirklich sehr wirkungsvoll. Es funktioniert auch zu 100%. Ja. Natürlich kann man da nicht immer blind reingehen. Das ist klar. Man muss den Chart beobachten, man muss den Kontext beobachten. Hier zum Beispiel das Volumenprofil. Und da kann man seine Trades nutzen. Also es ist wirklich aber trotzdem 100% wirkungsvoll, das ist auch kein Indikator oder so, der dann mal aufploppt und dann wieder weg ist. Ja, das funktioniert nicht, weil wir haben hier tatsächliche Fakten, weil wir wissen, wann wurden ja die Lots getradet. Es ist sehr, sehr geil, dieser Indikator. Big Trades heißt er, wenn wir auf Indicators gehen, ist er hier bei mir schon eingeblendet. Wir werden jetzt mal zusammen konfigurieren, das muss man auch natürlich können. In meiner Trading-Ausbildung zeige ich natürlich diesen Indikator auch noch mal genauer und zeige euch da ein paar Tricks und Tipps. Ja, wenn ihr das lernen wollt, Link dazu findest du in der Beschreibung. Und ja, ich klicke jetzt hier erstmal auf Remove, mache den raus, so dass wir ihn nicht mehr drin haben. Klicke ich wieder auf Indicators, gucke hier jetzt unter Order Flow Indikatoren, wähle Big Trades und werde ihn jetzt hier einfügen. Klicke mal auf OK. Jetzt muss mal kurz ein, zwei Sekunden warten, was passiert jetzt. Okay, wir sehen mega viele Kästchen, das ist total unübersichtlich. Es ist jetzt eingeblendet auf dem automatischen Modus, ja, dass er automatisch diese Kästchen einzeichnet, das automatisch kalkuliert. Also dieser Indikator sucht euch automatisch das hohe Volumen heraus und stellt es euch ja eben grafisch dar mit diesen Kästchen. So, jetzt müssen wir das Ganze konfigurieren. Wir sehen hier auch, rot steht für Sell Trades, grün steht für Buy Trades. Ich habe das gerne immer so, dass ich mir das ja einblende in einer neutralen Farbe, weil mich interessiert eigentlich nur, wo ist das starke Volumen. Ja, hier zum Beispiel sehen wir, wäre eigentlich ein schöner Short gewesen. Zack, es geht hier nach unten. Gerade jetzt mal hier ein Live-Beispiel. Okay, gehen wir wieder auf Indicators, müssen wir das Ganze konfigurieren. Autofilter, wie gesagt, dann ist das automatisch alles eingestellt. Machen wir das Häkchen raus. Und jetzt müssen wir hier sehen, ein Maximumvolumen lassen wir auf 0 stehen. Ja, wir wollen das natürlich so auch tausende Trades anzeigen lassen. Man kann das natürlich auch einblenden, dass man nur 5 Volumen-Trades zum Beispiel anzeigen lässt. Man, jetzt muss man bei dem Minimumvolumen immer gucken, wenn ihr das auf Autofilter habt, stellt ihr euch das eben schon automatisch hier ein. Das ist aber immer marktabhängig. Ja, ihr müsst euch für euren Markt das richtige Volumen raussuchen. Es ist nicht bei jedem Markt gleich. Es gibt Märkte, da werden viele Kontrakte gehandelt, Märkte, da werden wenige Kontrakte gehandelt. Ja, ich mache jetzt hier mal bei Gold, das ist gerade der Goldchart 300. Aus meiner Erfahrung ist das ganz gut. Klick auf OK. Jetzt musst du das jetzt eigentlich direkt anpassen. So hat er gemacht und die Kästchen werden weniger. Also es werden nur noch Trades angezeigt, ja, mit über 300 Volumen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt ändern wir noch die Farbe. Indicators, Big Trades. So, jetzt können wir hier sehen. Between Color brauchen wir eigentlich nicht. Ja. So, Buys machen wir jetzt hier einmal auf Elise Blue mache ich das Ganze. So,
Und es wird jetzt hier direkt grafisch angezeigt. So, gehen wir mal weiter. Es gibt noch hier viele weitere Einstellungen, zum Beispiel hier Separate Trades, Cumulative Trades lasse ich soweit an. Ja, also dass man, wenn man jetzt hier bei Separate Trades sich das anschaut, weiß ich gar nicht, ob er mir dann welche anzeigt. Ich glaube nicht. Ne, zeigt er da nicht an. Also dann zeigt er wirklich nur die Trades an, die einzeln hier reingegeben werden in den Markt. Also wenn jetzt ein Trade mit 300 Kontrakten gemacht wurde, wird euch das anzeigen. Ja, das wird in den meisten Fällen niemals der Fall sein, weil da sind auch Algorithmen am Start und so weiter, dass das niemals der Fall sein wird. Ja, und deswegen nehmen wir hier Kumulativ Trades. Klicken wieder auf Refresh. Ist manchmal mit dem Big Trades Indikator ein bisschen, da dauert 2-3 Sekunden, bis er euch die Änderung eben anzeigt. Müsst ihr ein bisschen warten. So, konfigurieren wir das weiter. Alles klar, Farbe eingestellt. Wir können hier sogar einen Zeitfilter einstellen, wenn ihr Lust habt. Wir können jetzt hier die Visualisierung einstellen, aber die Transparenz. Wir können hier eine fixe Size einstellen. Wir sehen, dass hier, je größer das Kästchen ist, desto größer ist auch das gehandelte Volumen. Ja, wir können aber jetzt auch fixe Size einstellen, dass er immer nur das gleiche anzeigt. Ja, möchte ich jetzt nicht machen. Maximum Size können wir hier noch einstellen. Ja, wie groß das maximal sein soll. Und jetzt wichtig, Visual Mode. Ja, klicken wir auf Ellipse. Wir können zum Beispiel auch Only Price einstellen. Dann sehen wir nur hier so einen kleinen Dot, also einen Punkt. Ich mache das jetzt hier mal auf, wo war das Ellipse, was ich immer hatte. Also dieser Kreis. Ja, und dann erkennt man das Ganze schon ziemlich gut. Ja, es ist ein wirklich wirkungsvoller Indikator. Ich zeige euch das jetzt hier wirklich kostenlos. Wie gesagt, in meiner Trading-Ausbildung lernt ihr noch mehr dazu, zum Volumen-Trading, Order-Flow-Trading und so weiter. Ist ein krasser Indikator. Man kann ihn benutzen, um extrem geile Gewinne zu machen. Besonders, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Level im Markt habt. Ja, ich mach hier mal... Hier zum Beispiel, ja, da sehen wir, wir haben hier eine Resistance, okay, wir sind zwar im Aufwärtstrend, wie wir hier erkennen können, aber Resistance, sind hier nochmal ein hohes Volumen, wird abgeworfen, gehe ich short, ja. Also ihr könnt da wirklich Support und Resistance auch klasse mit traden, wenn ich das wirklich habe, hier an der Supportstelle, Resistance-Stelle, ja, schauen wir mal hier oben, war hier irgendwas, ne, hier war nichts. Ja, dann sehen wir das. Zack, es fällt. Gerade jetzt sind jetzt hier nicht so viele extrem gute Beispiele im Goldchart, wie wir sehen können. Außer diese Stelle jetzt hier, okay, wäre ein wirklicher Short gewesen. Ja, wir können uns nochmal andere Charts anschauen. Ich gehe mal in den Euro rein. Ja, da erkennen wir das auch ganz gut. Ich hatte hier ein bisschen was markiert. Wie gesagt, diese... Einzeichnungen kommen dann, wenn entweder der Kurs dreht oder er weiter in eine Richtung pusht. Das sehen wir hier zum Beispiel, ja. Zack, boom, geht es weiter nach unten. Ja, dann werden hier richtig Trades reingehauen und sozusagen der Trend wird fortgeführt. Richtig, richtig geiler Indikator, wird euch auf jeden Fall zu 100% helfen, weil ihr könnt die Marktsituation einfach besser einschätzen. Ja. Hier zum Beispiel sehen wir, der Markt stoppt, ja, auf einmal hohes Volumen, zack, es geht weiter runter, Short suchen, ja. Hier sehen wir auch, das Tief wurde gebrochen, hohes Volumen, okay, ist weiter nach unten geknallt. Also wirklich ein wirkungsvolles Tool, ja, benutzt das auf jeden Fall mal. Ihr findet den Link zur Software auch unten in der Beschreibung. Hier sehen wir jetzt gerade, ist die Einstellung nicht so gut, im Öl zum Beispiel, da viel zu viele Kreise werden mir angezeigt. Gehe ich wieder auf Indicators, auf Big Trades, hier mal 300 auch im Öl. Wie gesagt, ihr müsst das auch anpassen auf euren Markt, welchen Markt ihr da handelt. So, sehen wir hier deutlich beide Nachrichten. Es ging stark nach unten, fettes Volumen, zack, nach oben. Ja. Trade suchen, long. Ganz easy Sache.
Hier sehen wir wirklich wieder, es geht nach oben, bam, fettes Volumen wird reingepumpt, es geht weiter nach oben. Ja. Hier sehen wir, kommt ein Reverse, hier an dieser kleinen Stelle, zum Beispiel hier, zack, es geht nach oben. Also wirklich richtig, richtig wirkungsvoll, benutzt es. Bei Fragen, schreibt mir eine Mail, findet alles unten in der Beschreibung verlinkt, Link zu meinem empfohlenen CFD-Broker, Link zu Atas hier, Order Flow Software, könnt ihr ein kostenloses Tutorial machen und ich packe euch auch nochmal einen Link unten in die Beschreibung für einen kostenlosen Datenfeed, da bekommt ihr 14 Tage einen kostenlosen Datenfeed, könnt euch mit irgendeiner Fake-E-Mail anmelden. Ich hoffe, das funktioniert, nicht, dass da irgendwann der Link gesperrt wird, weil es ist relativ schwierig gerade, einen kostenlosen Datenfeed zu bekommen. Das ist jetzt noch die einzige Möglichkeit, die ich euch unten in der Beschreibung verlinke. Für einen kostenlosen Datenfeed könnt ihr auf jeden Fall auch mal drauf gehen. Und ja, das war's. Soweit von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.